So this symposium is not really about retirement, but it's marking a career junction. And with this career junction, we really have a wonderful opportunity to hear now today from five excellent speakers on subjects to which Andreas has contributed and made major contributions over his career. The first talk will be given by Mike Stonebreaker, and as you can see, Mike is not here, he's in Boston, and so we hope we have a good connection with Boston by means of his Skype connection. Well, I'll start by saying, Andreas, I'm delighted to be here this afternoon. I remember fondly all the time we interacted in 1984. With you and your wife when you were in Grenoble. I also want to acknowledge the unbelievable effort you went through to work with Jim Gray to get the Bible of Transaction Processing actually published. So I'm delighted to know you, and I'm delighted to be here today. The group leaders to thank Andreas. Equally, we can thank him for all of his immense amount of work in building up the European Media Lab, in building up EML research, and in building up the Heidelberg Institute of Theoretical Studies. Happy belated birthday. Hey, ist das schön? Ja, das ist die Erleuchtung wörtlich genommen. Wenn es sich ergab, dass ich die Auswahl zwischen zwei Optionen hatte, und ich komme jetzt hier auf den Vortrag von Wolfgang Müller zurück, dann habe ich nicht immer eine Wahl getroffen. Stattdessen folgte ich der alten Empfehlung, wenn du an eine Weggabelung kommst, folge ihr. Mein Weg nach der Promotion wurde ganz maßgeblich von zwei Menschen bestimmt, die beide heute leider nicht hier sind, Jim Gray und Klaus Tschierer.
Das ist Jim Gray. Links. Von Jim habe ich sehr, sehr viel über Wissenschaft gelernt, darüber, was es heißt, als Wissenschaftler zu arbeiten. Er hat mir erklärt, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft gestrickt ist und wie die Schnittstellen zur Politik funktionieren. Wir hatten endlose Diskussionen über Themen, die von der Informatik bis zu den Navigationstechniken der Ureinwohner der Marshallinsel reichten. Seine Interessen waren unglaublich weit gespannt und er hat das Wesentliche einer Sache immer mit faszinierender Sicherheit identifiziert. Klaus Thierer, mit dem ich mehr als 17 Jahre lang die Ehre und das Vergnügen hatte, an der Umsetzung seiner ambitionierten Projekte zu arbeiten, gab mir eine Chance, die man nur ganz selten bekommt oder höchstens einmal im Leben, nämlich ein Forschungsinstitut von Anfang an aufzubauen, eins, in dem wir beide selbst sehr gern gearbeitet hätten. Gut, in einem gewissen Sinne haben wir darin gearbeitet, aber eben nicht als Wissenschaftler. Es war immer eine Freude, mit Klaus über Gott und die Welt zu diskutieren. Er war über alles erstaunlich gut informiert und die Tiefe, bis zu der er sich in die Themengebiete der Forschungsgruppen am HITS eingearbeitet hatte, habe ich immer bewundert. Er konnte sehr schnell und präzise analysieren und entsprechend schnell waren seine Entscheidungen. Und das ist das wirklich Bemerkenswerte, er stand zu seinen Entscheidungen und zu seinem Wort. Auch war er vermutlich einer der letzten einer Art, die man als Polyhistor bezeichnet. Wenn ich über Jim gesagt habe, er sei einer der intelligentesten Menschen gewesen, die ich getroffen habe, Klaus war der andere. Ich verdanke ihm unsagbar viel. Danke für die Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Und danke, dass Sie gekommen sind.